Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei Kiez Konkret. Die Sommerzeit wird Bauzeit bei der S-Bahn. Da kommt einiges auf uns zu zwischen Ostbahnhof, Friedrichstraße und Zoologischer Garten. Bei mir ist jetzt Jens Heppe von der Deutschen Bahn. Herr Heppe, wie kam es dazu, dass diese Gleise so umfassend saniert werden müssen? Ja, die Stadtbahn ist ja 1996 komplett erneuert worden und nach gut 20 Jahren steht dort also eine grundlegende Erneuerung dieser Strecke wieder an. Wir fahren ja dort im Schnitt alle 3 Minuten mit der S-Bahn lang und aufgrund der starken Belastung muss dort eine Erneuerung der gesamten Schienen und Schienenbefestigung durchgeführt werden. Gut, 6 Wochen läuft gar nichts, das ist ein harter Einschnitt für die Kunden. Wie wählt man diese 6 Wochen aus? Ja, uns ist wichtig, dass wir immer beachten, wann ist das größte Verkehrsaufkommen. Und die Sommerferien sind naturgemäß ein Zeitraum, wo viele Menschen im Urlaub sind, wo eher das Verkehrsaufkommen etwas geringer ist. Natürlich ist hier mitten im Herz von Berlin auch im Sommer viel los, das ist uns bewusst. Deshalb haben wir uns aber auch entschieden, diese 6 Wochen zu teilen in 2x3 Wochen. Das ist zunächst mal die westliche Stadtbahn vom Zoo bis zur Friedrichstraße, 3 Wochen gesperrt ist und dann anschließend die östliche Stadtbahn von Friedrichstraße bis zum Ostbahnhof. Mit wem müssen Sie das im Vorfeld alles abstimmen? Wir stimmen diese Baumaßnahmen im S-Bahn-Bereich eng mit den Kollegen ab, die für die Fernbahngleise zuständig sind, um einfach dort sicherzustellen, dass auch auf der Fernbahnseite Regionalzüge die S-Bahn ersetzen können. Auf der anderen Seite sind wir in engem Kontakt mit dem Bereich der BVG, der für die U-Bahn zuständig ist, damit also auch die U-Bahn als wichtiges anderes Schienenverkehrsmittel in Berlin hier wichtige Ersatzleistungen übernehmen kann. Und selbstverständlich stimmen wir so eine Dinge auch mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg eng ab, da ja eine Gesamtkoordination auch vornimmt. Wie verlässlich ist es denn, dass es bei den 6 Wochen bleibt? Eine wichtige Frage hier in Berlin. Ich bin ganz guter Dinge. Also jede Baumaßnahme hat natürlich einen hohen Anspruch. Auf gerade die Stadtbahn ist ja mit der Besonderheit der Viaduktstrecke gar nicht leicht, auch dort eine Fähr- und Entsorgung der Baustelle durchzuführen. Es müssen ja eine ganze Reihe von Materialien rangeführt werden. Wir reden ja hier alleine über gut 20.000 Dübel, die als Schienenbefestigung gewechselt werden müssen. Über 32 Kilometer Schiene, die dort gewechselt werden. Aber ich bin guter Dinge, dass die Vorbereitungen, die wir bahnintern dort getrieben haben, so gut sind, dass die 2x3 Wochen auch pünktlich durchgeführt werden können. Die Heranführung der Materialien ist deswegen so schwierig, weil die S-Bahn quasi ihr eigenes Netz hat, richtig? Dadurch, dass die S-Bahn ja weitestgehend ein eigenes Netz hat, das ist erstmal richtig, können die Bauzüge nur auf wenigen Überführungsmöglichkeiten von den Fernbahngleisen auf die S-Bahn-Seite überführt werden. Da, wo es möglich ist, werden auch Zulieferungen von der Straße aus durchgeführt, was nun aber gerade bei der Stadtbahn aufgrund der Viaduktstrecke eine schwierige Situation darstellt. Deshalb erfolgt hier die Fähr- und Entsorgung der Baustelle hauptsächlich über die Schiene und eben zum Beispiel am Ostbahnhof ist so eine Verbindung zwischen Fern- und S-Bahn, wo die Bauzüge dann übergeleitet werden. Herr Heppe, die Bahn versucht immer in stetem Kontakt mit den Kunden zu stehen. Sie machen oft Befragungen zu diversen Themen, sicher auch zum Thema Baustellen und den Behinderungen, die damit einhergehen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie reagieren die Kunden auf so drastische Einschnitte? Wir machen Befragungen und wir werden im Übrigen auch in dieser vielen Baumaßnahmen, die wir jetzt in den Sommerferien haben, werden wieder unsere Max-Bahnbautreffs durchführen, wo wir uns zu jeder Baumaßnahme den Fragen unserer Kunden stellen. Und auch ich persönlich habe da die Erfahrung gemacht, dass das eine ganz große Bandbreite ist. Es kommt viel Verständnis dafür, gerade wenn Fragen erläutert, erklärt werden können, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wenn wir auch sagen können, dass wir natürlich niemanden mit den Baumaßnahmen ärgern wollen, sondern dass das eine Ursache hat, damit der S-Bahn-Verkehr auch dann wieder möglichst pünktlich und störungsfrei laufen kann. Natürlich gibt es auch immer einzelne Menschen, die dann ihrer Verärgerung Ausdruck verleihen. Das ist aber eher die Ausnahme. Ist es auch so, dass ich als Kunde, Sie haben es glaube ich gerade eben schon angedeutet, zu einer Stelle hingehen kann, wo ich wirklich ganz genau meine individuelle Strecke durchgehen kann, welchen Bus ich dann nehmen kann, wie ich mein Ziel erreichen? Grundsätzlich werden wir eben für jede dieser großen Baumaßnahmen, für die Stadtbahnbaumaßnahmen, aber auch für die S1 Nord, die ja zusätzlich auch in den Sommerferien zwischen Weidmannslust und Tor Neuendorf gesperrt ist, oder die neue Baumaßnahme am Ostkreuz, wo wir vom 25. bis zum 30.06. sperren müssen, um dort den neuen Bahnsteig in Betrieb zu nehmen, werden wir vor Ort Termine haben, wo wir
eher auf dem Nachmittag nach 14, 15 Uhr für mehrere Stunden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Termine werden in der Kundenzeitung Punkt 3 veröffentlicht. Die werden aber auch auf der Internetseite der S-Bahn Berlin, also www.sbahnberlin.de veröffentlicht. Da sind alle Fahrgäste, Gäste herzlich eingeladen, uns dort zu besuchen. Zusätzlich kann ich aber auch nur empfehlen, wir haben ja Kundenzentren an den größeren Bahnhöfen und auch noch Fahrkartenschalter, wo die Fahrgäste direkt hingehen können und sich auch beraten lassen können. Also ich denke, wir haben eine große Möglichkeit an Informationsmöglichkeiten. Bei mir ist jetzt Jens Wiesecke vom Fahrgastverband. Herr Wiesecke, 6 Wochen harte Baumaßnahmen, auch für die Kunden. Wie bewerten Sie das? Das Wechseln der Schienen ist notwendig, da kommen wir nicht drum herum. Bisschen merkwürdig ist, dass jetzt schon an der Konstruktion der Stadtbahn gewerkelt werden muss. Die Dübelgeschichte, dass da 19.000 Dübel getauscht werden müssen, das verwundert schon. Allerdings, wir können die Entscheidung der 90er Jahre nicht rückgängig machen. Wie sehen Sie diesen Zeitraum, der gewählt worden ist? Günstig? Für so eine Maßnahme bleiben ja bloß große Ferien, wenn dann doch mehr Berliner außerhalb der Stadt sind. Das ist schon richtig. Trotzdem wird das eine harte Zeit. Die Stadtbahn wird dann doch für die S-Bahn völlig gesperrt sein, wenn doch in 2 Teilabschnitten. Und das kann die Regionalbahn nur teilweise ausgleichen. Aber mit der Fußball-Weltmeisterschaft wurde es ganz gut koordiniert, richtig? Da hat es zum Glück eine kleine Veränderung gegeben. Ursprünglich ist das ja bekanntermaßen Endspiel am 12. Juli, 21 Uhr. Die Baumaßnahmen sollten am 13. Juli, 1.30 Uhr beginnen. Da wäre nicht jeder Fan siegestrunken nach Hause gekommen. Das ist nur um einen Tag verschoben worden, sodass kein Fußballfan Angst haben musste, vom Brandenburger Tor nicht nach Hause zu kommen. Gut, da hoffen wir mal, dass die deutsche Mannschaft überhaupt ins Endspiel kommt. Mal sehen. Herr Wiesecke, wie schätzen Sie das ein? Also ich habe mir immer überlegt, wenn jetzt solche wirklich heftigen Umstände sind für Kunden, sollte man dann nicht für die 6 Wochen vielleicht eine Preissenkung machen oder ist das zu aufwendig? Das Problem ist ja, dass wir in einem Verbund sind und dass natürlich die BVG sagt, wir leisten ja unseren Verkehr und haben das ja nicht. Menschlich ist es verständlich. Prinzipiell muss man allerdings sagen, dass das ja auch finanziert werden muss. Darum kann man das eigentlich nur mit Nein beantworten. Es wird ja doch ein Angebot gefahren in anderen Bereichen. Ist die Information an die Kunden adäquat und angemessen aus Ihrer Sicht? Bis jetzt hat uns die S-Bahn dort eigentlich nur selten enttäuscht. Die liefert eigentlich immer sehr, sehr gute Informationen. Dass man im Detail dann immer nachsteuern kann, ist klar. Und es kommen auch mal aktuelle Sachen dazu. Dort muss der Gesamtkonzern Deutsche Bahn doch lernen. Die S-Bahn ist recht gut aufgestellt. Die S-Bahn feiert 90-jähriges Bestehen. Wie sieht das der Fahrgastverband? Ist die S-Bahn letztlich eine Erfolgsgeschichte für diese Stadt? Die Berliner S-Bahn ist eine Erfolgsgeschichte mit all ihren Tiefen, aber vor allem doch Höhen. Berlin ist mit der S-Bahn gewachsen und ohne die S-Bahn wäre die Stadt doch wesentlich ärmer. Ringbahn, Ausschreibung, großes Thema gewesen. Ist da jetzt mehr Entspannung reingekommen, wo klar ist, dass man die alten Züge so fit machen kann, dass sie noch bis 2023 fahren können? Das ist sicherlich eine Entspannung, dass wir ein bisschen Puffer haben. Es wird aber bei der Ausschreibung vergessen, dass es hier auch ein Mehr an Fahrzeugen geben sollte. Und wenn diese Fahrzeuge jetzt später kommen, dann wird es eben immer noch ein Gedränge geben. Im Prinzip ist es jedem Fahrgast ja erstmal egal, mit was für Fahrzeugen er fährt. Hauptsache, es sind ausreichend. Es werden nicht ausreichend Fahrzeuge sein. Das ist eher das Problem. Das heißt, Sie sehen 2017 schon mit Sorge entgegen? Wir sehen das ja grundsätzlich mit Sorge. Das sehen wir auch bei der U-Bahn. Insbesondere bei den U-Bahnlinien 5 bis 9, dass wir zu wenig Fahrzeuge haben. Wir bräuchten jetzt einen Zuwachs an U-Bahn-Fahrzeugen, an S-Bahn-Fahrzeugen. Und der ist nicht so schnell realisierbar. Da werden wir die nächsten 10 Jahre uns doch ganz schön drängeln müssen. Herr Wiesecke, wir werden das weiter beobachten. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle für Ihre Einschätzung. Danke. Danke, tschüss. Soweit unser Kiez konkret, liebe Zuschauer. Ja, ab dem 13. Juli beginnt hier am Bahnhof Friedrichstraße dann das große Umsteigetheater. Erst Richtung Zoo, dann Richtung Ostbahnhof. Da wird einiges auf die S-Bahn-Kunden zukommen. Sie können sich genau informieren, wie Sie Ihre Strecke dann bewältigen können. Da gibt es genügend Angebote. Und ja, und wir werden natürlich am 13. Juli hier auch vor Ort sein, um zu sehen, wie das alles funktioniert. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.